Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, man hört es immer noch meine Stimme, dass ich ein bisschen krank bin, aber das ist nicht so, dass ich jetzt aufhören würde. Jetzt erstmal für ein paar Tage mit YouTube. Ja, es geht mir in letzter Zeit wieder besser. Und gestern habe ich ja auch ein Video gemacht, ja, dass das eben nicht so toll war, aber ja, jeder verliert mal Abos und nicht jeder. Ja, auf diesem Thema wollte ich jetzt einfach nicht mal zurückgreifen. Ja, danke nochmal die unter meinem letzten Video geschrieben haben. Ja, danke also für die Kommentare. Und ja, ihr könnt euch ganz herzlich von uns für euch gegrüßt sein. Und ja, heute geht es um ein Video, das ich nicht gemacht habe. Oder das ich überhaupt gar nicht auf meinem Kanal gemacht habe. Nämlich meine Top 10 Lieblings-Repaints oder nicht meine Lieblings-Repaints, vielleicht ist das mal so. Und ja, ich würde einfach sagen, wir legen einfach mit dem Video los. So, das ist Sabrina. Ja, Sabrina, das war mein zweites Repaint und ihr seht es ja, das ist mega gut geworden. Das hatte ich auf meinem alten Kanal fertig gemacht. Ja, es kam ja das Modell 2019 Club raus. Ist aber nicht mein Lieblingsmodell. Aber egal. Ja, es hatte ja auch, wie gesagt, schon Macken. Wie man sieht. Ist ja unscharf. Ja, hier sieht man es. Macken. Bisschen geht nicht mehr. Ja, weil ich das Modell eben schon länger habe. Das sieht man auch. Wie oft habe ich das gesagt? 1000 Mal. Ja, das ist einfach mein Favorit. Obwohl ich das nicht so oft benutze, das Modell. Aber auf meinem Kanal habe ich das Modell voll oft benutzt. Aber ja, das ist gerade noch nicht auf meinem Hof. Es wird wahrscheinlich auf meinem Hof nochmal kommen. Und das ist auf Platz 1. Auf Platz 2 ist einmal die Friesenstute. Die hat hier auch doppelt. Und ja, die ist ein Hannoveraner. Ja, Hannoveraner. Ja, ich hab's einfach gemacht. Ich würde eigentlich einen weißen Friesen drauf machen, aber ich hatte dann keine weiße Farbe mehr. Und die Geschäfte hatten dann zu und es war nicht so toll. Und ja, das habe ich letztes Jahr Club repainted. Ja, auf jeden Fall, ich finde das einfach so geil, das Modell hier. Und sie heißt Snow und hat hier so eine Linie eingeflochten ein bisschen. Und hinten am Schweif auch. Das ist einfach mein allerlieblingsmodell. Und ja, wir beginnen mit dem dritten. So, hier kommen wir zu Capino. Ja, den Friesenhengst hatte ich ja auch doppelt. Und den habe ich letztes Jahr gekriegt. Und ja, er soll, weiß ich nicht, was für eine Rasse da stehen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist er gescheckt. Und er ist immer noch bei mir ein Friese, obwohl Friesen schwarz sind. ja. Ja. Das ist Top 3, also ein Top 3 Modell. Ja. Und hier. So, dann kommen wir zu Top 4. Ja, das ist einmal Sark Lenzi. Also den Namen habe ich von meinem Reitverein. Ich habe auch sehr viele oder ein paar. Auch vom Reitverein und von anderen YouTubern habe ich ein paar Namen. Und ja, Sarklenzi gab es eben, oder gibt es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Sarklenzi ist von meinem Reiterhof und weil ich auf Sarklenzi reite, ja, egal. ja, es ist kein Tinker oder so. Ja, bei dem Modell ist es ein Tinker. Und das habe ich auch von der Freundin geschenkt gekriegt. Ja. Und ja. Ich finde es einfach mega geil. Das Modell, das benutze ich ja auch von Lia ist stumm. Und ja, weil ich einfach finde, dass es so passt und dass es eben ein Pony ist. Nicht so ein Island-Pony, aber schon ein Pony ist. Und ja, dann kommen wir zu Top 5. Top 5 ist einmal Wolke. Ja, das habe ich aus dem Internet. Ja, und das Modell ist einfach so geil. Das habe ich aus TikTok, so diese Farbe. Hier ist so ein Fuchs-Checker, ist dann keine Ahnung. Das Modell ist ebenfalls noch nicht fertig gemacht. Ja, ich brauche eben noch Augen. Also, ich muss die Augen noch machen und hier noch Nüsse und so alles. Aber das mache ich noch, weil ich hatte keine Zeit für das Modell. Und ja,
Das eben auf, wie gesagt, auf Top 5. So, auf Top 6 ist einmal Fritz. Den habe ich ja 3000 Mal bepainted. Ja, auf Top 6 ist eben das kleine Problem, weil er eben nicht mehr so realistisch eben aussah wie beim ersten Mal und ich ihn leider immer mal wieder umbepainted habe. Aber es trotzdem ist er eben Fritz. Und ihr kennt ja wahrscheinlich ihn auch aus der Wildpferd-Folge von Fritz. Und ja, wir kommen zu Top 7. So, Top 7 ist einmal Nelda. Sie habe ich auch ein paar Mal umgepainted und jetzt ist sie in diesem Modell geworden. Ich finde es einfach so schön. Schön. Ja, es sieht eben ein bisschen krass aus, sagt man auf der Stelle. Nennt sich ja auch auf der Stelle, dass es ein bisschen krass aussieht, aber ja, schon ist Sack. Ich finde es einfach so geil. Und ja, wir beginnen mit Top 8. Top 8 ist, habe ich ja vorhin Kira Hecht Pferd geschenkt, also ein Tauschpaket geschenkt gekriegt. Ja, leider kann ich das Video nicht oben beim i einblenden, weil ich nicht weiß, wie das geht. Und ja, das ist mega schön einfach geworden. Und das ist auf mir bei Top 8. Ich finde es auch trotzdem schön, aber auf Top 8 ist es. Und ja, wir kommen zu Top 9. Und übrigens hat das Modell noch keinen Namen. Oder das ist vielleicht wird besser gesagt. So, das ist Michel. Michel habe ich schon sehr lange. Das war mein fast erstes Schleichpferd. Das sieht man ja auch. Und ich habe es umrepainted. Und ja, das war mein erstes Repaint. Und ich fand es einfach so geil, ist das geworden. Und ja, das kommt nicht auch vor, weil es eben einen Sattel drauf schon hat. Und ja. Das ist auf Top, da eben auf Top 9. Und was kommt zu Top 15? So, auf Top 10 ist einmal Sakura. Ja, weil das Modell ist einfach nicht so geworden, wie ich es haben wollte. Und deshalb, ja, ist es auf Top 10. Aber trotzdem finde ich es schön. Und das habe ich ebenfalls von der Freundin geschenkt gekriegt. Und ja, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Und die mich noch nicht abonniert haben, können gerne auf Abonnieren klicken. Und wie gesagt, ist mein Kanal für alle kostenlos. Und das würde auch bleiben. Und ja, Entschuldigung, das ist alles hier jetzt ein bisschen schnell gegangen und so. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!